komisch, komisch. Das ist wirklich seltsam. Ach ne, nicht schon wieder. An. Ich verstehe es nicht. Wo ist mein Fehler? Hier und hier. Es kommt keine Energie. Wieso nicht? Wieso nur nicht? Jetzt was weggenommen. Ach, das ist ja hier ein Scheiß hier, du, mit dem Wasser. Was ist denn das für ein Mist hier bloß, du? Ich bin der Wasserträger, der Wasserträger. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Ja, keine Ahnung, ob das totaler Blödsinn ist, was ich hier mache. Aber ich werde es schnell rausfinden. So, aber das sind jetzt 1, 2, 3, 4 mal 4, 16 Stück. Da müsste doch eigentlich hier was ankommen, also ich verstehe das echt nicht. Ich habe wahrscheinlich so ein Brett vorm Kopf gerade und ihr schlagt die Hände überm Kopf zusammen zu Hause und denkt euch, wie blöd ist der bloß, wie blöd ist der bloß. Und das zu Recht. Lecker, lecker, sticky reason, sticky reason, sticky reason, tisch, 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 tisch. Her damit. Hallo, hallo. Hallo, hallo.
Ja. Cool. Der hier überhaupt was? Oder ich meine, ich hab da. Gut, wächst nur nix, okay. Und Ende. Ja, Musik von Incompetech, wie gehabt, sehr, sehr cool. Also wirklich für so eine Let's Plays finde ich genau das Richtige. Gut. Wrench. Kann ich denn, war das die andere, mit der ich drehen kann? War das diese hier? Siehst du mal, da brauche ich 4 für. Ich habe nur noch 2. Ach, war umgekehrt, ne? Jawohl. Da wäre es fast wieder passiert, dass ich die Sachen da in der in Project Table liegen gelassen hätte. Ich verstehe das nicht. Nein, das tue ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wieso bloß? Es kommt nichts an. So ein Scheiß. Dilledin. Okay, ich mach nochmal irgendwas anderes. Oh nein, oh nein. Wer hat denn hier das Weizen nicht nachgepflanzt? Welcher Schluser? Lecker Fäden. Dilledin. Baumschweine, hallo? Hallo Kühe! Na? Na, 4 Stück, das ist doch gut. Da hat jeder einen Sexualpartner. Komm her. Na komm, los. Gib mir die XP. Jawohl. Schere. Zack. Hallo? Hab dich nackt gesehen. Hihihihi. Wieso funktioniert die Wasserkraft nicht? Das ist doch richtig, richtig scheiße. Das ist so blöd. Das ist so blöd. Wisst ihr was? Ich probiere jetzt nochmal einmal was aus. Okay, es war diese Wrench, mit der man die Geräte drehen konnte.
mir die andere quasi umsonst gebaut. Roggermann! Roggermann! Ach nee, ne? Okay, liegt das echt an dem Kabel oder was? Dass das so viel Energie schluckt? Das gibt's ja gar nicht. Aber oder habe ich hier einen. Ich Oberfailer. Ich bin ja auch Randomfailer, wie ihr wisst. Habe ich hier einen. Jetzt sag nicht, ich habe hier das Kabel nicht angeschlossen, ne? Dann raste ich aus. Es ist aber angeschlossen. Also, das verstehe doch, wer will. Kann das sein, dass das, wenn das über 5 ist, dass das so viel Energie frisst, oder was? Muss ja irgendwie daran liegen. Das ist ja echt abgefahren. So, warte mal, ich will nochmal was ausprobieren. Ah, guck mal, das geht. Wieso geht das hier langsamer? Verstehe ich nicht. Ist doch die gleiche Kabellänge jetzt, oder was? Ich check's nicht. So, weißt du was? Leck mich, dann baue ich jetzt hier. Was waren das jetzt? 1, 2, 3. Hier, dann haue ich hier jetzt einfach die nächste Bedbox hin. Bedbox. Bedbox. Oh yeah. Bedbox. Ach, ich bin ja so blöd. Muss ich doch gar nicht machen. Bei meinem coolen Project Table. 1, 2, 3. Aber es scheitert an Refined Iron, wenn mich nicht alles täuscht. Da müssen wir mal eine Schippe nachlegen. Und ich glaube, ich habe hier gar kein Eisen mehr. Warte mal, ich brauche 24. Dash it, baby. Boah, das ist ja echt so wenig, ey. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was hier vielleicht noch der Fail an der Sache ist, was ich hier noch optimieren kann. Also das sind 1, 2, 3, 4 und also es sind ja 4 Blöcke ist das Kupferkabel nur lang und dann kommt ja direkt im Boden die Bedbox. Und ich meine, wie gesagt, dass ab 5 die Kupferkabel erst Energie verlieren. Das sind 1, 2, 3, 4. Also eigentlich dürfte da gar keine Energie bei verloren gehen jetzt. Durch die Kabel zumindest. Ja, dann ist entweder Wasserkraft wirklich so ineffizient, ineffizient, glaube ich. Ich meine, ich wusste ja, dass es jetzt nicht der Überbringer ist, aber ein bisschen mehr hätte ich mir doch erwartet.
Oder ich habe da doch noch irgendeinen Fail drin, das war mit dem Wasser vielleicht, dass das noch nicht gut genug gesetzt ist. Könnt ihr mir ja mal bitte in die Kommentare schreiben, wenn sich da einer mit auskennt und weiß, wo es vielleicht noch hakt, was man noch verbessern kann. Das wäre sehr nett. Das wäre nett. Da ist noch was. Dankeschön. Da. Jut, jut. Schließen wir doch aber mal den Mazerator an. Wo bist du denn? Hallo. Was soll's? Ich könnte da rausgehen und da rausgehen. Dann habe ich schon mal zwei Plätze. Zack, und er hat Strom. Awesome. Spaßeshalber nehmen wir auch mal gleich den Kompressor mit. Was will ich verdoppeln? Eisen nehmen wir erstmal für einen kleinen Testlauf. Oh, bin ich fast tot? Regeneriere ich nicht? Zack und mazeriere. Cool. Es wird wahrscheinlich jetzt leer gelutscht wie nichts Gutes. Obwohl, kommt, fehlt nicht viel, dass er den aufrechterhalten könnte. Wobei ich das komisch finde, im Wiki stand, dass man 10 oder 11 Watermills braucht. Aber okay, dann laufen meine nicht effizient genug. Die kann man also irgendwie noch besser laufen lassen. Also im Wiki stand, dass man 10 oder 11 Watermills braucht, um einen Standard-Macerator durchgängig betreiben zu können. Sprich, dann dürfte hier eigentlich keine Energie verloren gehen, sondern das müsste dann auf einem Level bleiben eigentlich. Wird jetzt ja aber leer gesaugt. Naja gut, ich mache mich noch mal ein bisschen schlau. Ihr könnt mir ein bisschen Feedback in den Kommentaren geben und in diesem Sinne verabschiede ich mich für diese Aufnahmesession. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt eure Kommentare, liked und abonniert, wenn ihr mögt. So, das habe ich jetzt auch mal rausgehauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.